Der Grund für den Gang in den Keller. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Also das ist vielleicht jetzt auch durch die Pause. Bin mir echt nicht mehr sicher. So, ich brauche wahrscheinlich das Buch da hinten brauche ich, um das jemanden zu geben, der dann irgendwie das fälschen soll, ne? Das Geld. Ich muss noch das Geld besorgen, damit ich den gefälschten Pass bekomme. Oh, wow, wow. Das sind so viele Aufgaben jetzt. Ich hätte gestern dann einmal keine Pause machen dürfen. Das war... Da kam ich aber nicht weiter. Kann ich aber nur gegenlaufen. Das war auch abgeschlossen. Da hinten ist der Tätowierer. Also eigentlich müsste ich jetzt tatsächlich irgendwie mit dem Kellner irgendwas jetzt nochmal... Achso, da ist ja noch das Problem, dass ich die Tür nicht verriegelt bekomme. Deswegen würde ich jetzt eigentlich einen Gegenstand erwarten oder suchen. Und ich muss ja auch noch auf den Zeppelin rauf. Also da muss ich ja noch irgendwie dran vorbeikommen. Da muss ich wahrscheinlich das Ding hier manipulieren oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, was hier hinten ist. Kann ja auch nicht sein, dass hier einfach gar nichts... Ich meine, das ist ja schon toll, dass ich hier hin darf. An den Schließfächern hängt eine Notiz an alle Mitarbeiter. Mir ist egal, wer es ist, aber benutzen Sie bitte in Zukunft die Detonationskammer nicht mehr zum Nüsseknacken. Danke. Das mit der Detonationskammer, da muss ich ja wahrscheinlich auch mal irgendwas machen. Ich habe aber nichts, was jetzt irgendwie akut explodiert oder sowas. Komme ich also auch erstmal nicht weiter. Aber das wird schon ein Hinweis sein. Also den Raum gibt es ja bestimmt nicht umsonst. Ja, aber meinst du, ich soll denen jetzt den Alkohol geben? Das würde mir ja auch nichts bringen, oder? Die haben ja auch die Geräte nicht, die haben sie ja selber verkauft. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht so viele Hinweise haben. Jetzt gucken wir nochmal, was war das? Viel Papierkrieg. Viele Passagiere. Alle Welt ist zurück nach Hause, mal abgesehen von uns beiden. Das ist ein Metalldetektor. Oh, jetzt verstehe ich, warum mein Haar davon nicht trocken wird. Ich müsste natürlich eine Möglichkeit finden, meine Sachen loszuwerden. Vorher komme ich da auch nicht durch. Ein Schrank habe ich auch längst gesehen. Oder irgendwas, wo ich das ablegen könnte. Was war denn hier hinten nochmal? Hier war der Zeppelin. Zum Zeppelin hoch komme ich nur, wenn ich an ihr vorbeikomme. Das ist Fakt. Was war hier hinten nochmal? Ich habe hier hinten... Komme ich nur wieder zurück, irgendwie, ne? Ich kann nur nicht reden. Ja, das könnte. So, hier war hinten der Bestatter. Kann ich mit dem Bestatter irgendwas machen? Ich glaube, nein. Ah, ja, das ist schwierig jetzt. Also, ich kann mir jetzt im Moment tatsächlich keinen logischen Schluss jetzt irgendwie zusammenreimen. Das ist aber das Problem, dass einen das Spiel erstmal die ganze Stadt erkunden lässt, gefühlt. Und dann soll man das irgendwie alles zueinander bringen. Mit ihm komme ich hier auch nicht weiter, mit dem Ticket-Menschen. Scheint auch gerade. Da muss ja auch noch was mit dem Katzenrennen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so bleibt. Irgendwie. Da muss ja irgendwas mit dem Katzenrennen auch noch stattfinden. Ist das schwierig. Gut so, Kätzchen. So mag Papi das. Gucken wir nochmal ein bisschen was an. Ihn muss ich ja noch seinen Schlüssel. Der Schlüssel ist vielleicht für den Leuchtturm. Schwing endlich die Pfoten los. Möglicherweise. Das habe ich ja auch noch offen. Lauf! Ich weiß aber nicht, wie ich ihn jetzt hier nochmal weglocke. Heute schon betrogen, nicht? Ne? Du hast es geschafft. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? Ich frage Max, ob ich dich ausborgen kann. Er teilt seinen Rechtsbeistand genauso ungern wie seine Freunde. Also, vergiss es. Ich muss hier an diese Zigarettenschachtel irgendwie nachher noch ran. Ich könnte dir mehr zahlen als er. Manny, schau dich um. Maximino könnte deinen Club kaufen und als Abstellkammer benutzen. Ja,
Waffe dazu zwingen. Ich könnte dich mit einer Waffe dazu zwingen. Falls jemand außer uns in dieser Stadt Waffen hätte, dann wüssten wir das. Kann ich ihn nachher mit dem Metalldetektor bedrohen und das wie eine Pistole aussehen lassen? Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Irgendeiner hat doch ein Foto davon gemacht. Oh, das war jetzt einfacher als gedacht. Das ist Viragos Zigarettenetui. Ja! Oh Mann, das gibt garantiert Ärger. Auf die Beine, du blödes Vieh! Da drin klappert etwas. Es gibt ja, garantiert genau so. Irgendwo ein Geheimfach, aber ich kann nichts entdecken. Lauf! Wissen wir jetzt? Nein! Du schaffst! Ich krieg den Teil, in dem ich den Schlüssel vermute, nicht auf. Mist, wie mache ich das denn jetzt? Ja, genau so. Ich krieg den Teil, in dem ich den Schlüssel vermute, nicht auf. Noch einen Wein, bitte. Den Geschirrspüler? Macht keinen Sinn, ne? Oder? Nee, das macht keinen Sinn. Und zwing mich nicht runterzukommen. Oh, also, was habe ich? Ihr habt das Etui. Ihr habt eine Pipette, die ich immer noch habe. Was habe ich? Das ist Viragos Zigarettenetui. Da komme ich nicht ran. Warum auch immer. Keine Ahnung. Da muss ich auch noch etwas. Louis Kopf im Qualm. Das ist tatsächlich. Ja, also normalerweise muss man doch da reinkommen. Also, so einfach ist mir dann doch schon. Ach, Mist. Vielleicht muss ich da Lotus seine Kraft einsetzen, im Übrigen. Ich weiß es nicht. Fang die Maus! Okay, jetzt also habe ich zwar schon mal das Etui. Es wurde ja ein Foto gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht. Das stimmt. Na los doch! Noch irgendwas, um mein das zu Schätzchen braucht neue Spoiler! Was ist denn jetzt? Ein Schlüssel komme ich nicht ran. Der Schlüssel, damit könnte ich in den Leuchtturm. Mach schon! Wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und er gibt mir hier auch gar keine Hinweise irgendwie, ne? Fast am Ziel! Boah, der hat mittlerweile voll die roten Augen. Hat er gestern schon gehabt? Miau, Baby! Du hast es geschafft! Weiß nicht, ob er das aufkriegt. Ey, guck mal, das rote Auge jetzt mittlerweile. Oh, sorry, jetzt ist weg. Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Gut so, Kätzchen. So mag Papi das. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie komme ich an diese... Da muss ich ja irgendwie mit Gewalt oder irgendwas, oder? Du hast es geschafft! Also ich weiß so ungefähr schon, was ich auf der To-Do-Liste habe. Aber es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich muss einmal an das Etui kommen, damit komme ich dann in den Leuchtturm. Da gibt es dann schon mal wieder einen anderen Weg, irgendwie, da werde ich ja wahrscheinlich auch irgendwas finden oder irgendwas wird sich erklären. Ich bräuchte immer noch irgendwas zum Verriegeln des Raumes, also der Vorratskammer. Ich muss das Geld noch eintreiben. Wie auch immer ich das machen soll, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mal langsam wieder mal zu meinem Club zurück. Warum ist... Das ist auch irgendwie so komisch, ne? Also hier, das war bei hier hinten nochmal. Hier war dieser Thunfisch, also dieses Katzenfutter. Wo ich auch noch nicht richtig... Was ist das denn hier? Lauf, lauf! Das Katzenstreu müsste dringend mal ausgewechselt werden. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Katzenstreu, ich werd bekloppt. Ich wollte das Katzen, also die den Code eben mal aufheben von den. Okay. So, den habe ich bisher aufgesägt. Mehr habe ich noch nie erreichen können. Kraftfutter für Sieger. Ja, so weit so gut. Mmh, riecht gut, aber eher esse ich meinen eigenen Arm.
Ich habe das ja nicht umsonst aufgemacht. Ich will mir keinen Bruch heben. Ich habe das ja nicht umsonst aufgemacht. Also aufgesägt habe ich das schon. Ich habe das mit dem Dosenöffner schon geöffnet. Hab da aber beim Öffnen... Die Seebienen können mir helfen. Mit welcher logischen Schlussfolgerung? Warum sollten die das auch machen? Ich kann es versuchen, aber das würde für mich jetzt keinen logischen Sinn ergeben. Jetzt muss man gucken, dass ich nicht mich wieder verlaufe. Ich glaube nicht, dass die Seebienen... Wir können es gerne mal ausprobieren, aber das halte ich jetzt... Nee, das glaube ich nicht irgendwie. Aber ich habe das ja mit dem Abwasser habe ich auch schon nicht geglaubt. Die sind ja einfach nur frustriert. Da könnte das vielleicht sogar eher mit dem Alkohol noch klappen. Das können wir fast noch mehr vorstellen. Ich gebe den erstmal, oder versuche den erstmal in die Tweet zu geben. Ach, Geld kann ich ja fälschen, ne? Aber wie? Was will? Ich glaube nicht, dass ich das auch machen werde. Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Obwohl Frustration mit Alkohol könnte natürlich. Wir versuchen es mal, wenn ich so gerade hier bin. Auswählen. Aber was für ein Vorteil hätte ich? Die haben ihr Werkzeug, haben die nicht mehr. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Genau. Also die sind frustriert. Die wollen ja irgendwie eine Gewerkschaft gründen. Dafür müsste ich ja ins Buch kommen wahrscheinlich. Ich könnte mir die Gunst von den Typen da mal irgendwie sichern. Indem ich dem vielleicht einen ausgebe. Vielleicht klappt das. Aber die eigentlich sind die nicht gut auf mich zu sprechen. Also ich glaube nicht, dass das... Mal gucken. Vielleicht können die Seebienen helfen. Die haben doch Werkzeug. Nee, das Werkzeug haben sie ja gerade verkauft. Das ist ja das Problem. So, wenn ich den Kollegen jetzt... Ich könnte ihnen eine Zigarette anbieten, oder? Also, ich könnte im Prinzip auch nochmal die beiden Sachen ausprobieren. Einmal. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Okay. Aber wenn ich den mal richtig schön was Gutes tue. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Auch nicht. Weil die sind ja nicht gut auf mich zu sprechen. Das haben wir ja rausgefunden. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die vielleicht noch ein bisschen bestechen kann. Also, was haltet ihr von dem Gedicht? Es hat mir gefallen. Es war deprimierend und wunderschön zugleich. Genau wie meine Mutter. Ich fand's grässlich. Es war zu kurz und für mich völlig nichtssagend. Wie mein Vater. Ich habe nichts empfunden. Es ist kindisch und egozentrisch. Wie mein Kater, Mr. Trotzki. Nee, also die muss ich ja dann auch noch überzeugen. Muss ich wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein Gedicht finden, was ich denen dann einfach vortrage. Wo sollte ich das suchen? Vielleicht ist das im Leuchtturm? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer die beiden fotografiert hat. Dann könnte ich natürlich irgendwie versuchen, an das Foto zu kommen und die zu erpressen. Da will ich nicht reinkommen. Das ist Olivia Ofrenda. Für die habe ich im Prinzip auch nichts, was... Gut, ich habe das... Ich weiß nicht, ob sie das kapiert, dass sie das Zigaretten-Etui ist, ja? Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Wen könnte ich damit beeindrucken? Aber dann geht das Ding ja auch noch nicht auf. Also, was ist denn in der Szene passiert hier unten? Ja, wie gesagt, die haben sich geküsst. Jemand hat das fotografiert, meine ich mich noch zu erinnern. Das ist echt, muss ich schon... Nee, das ist, glaube ich, auch zu weit hergeholt, oder? Ich kann mal gerne ans Mikrofon gehen, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Hier kann ich eben nur ein Gedicht vortragen. Und ich glaube, da muss ich irgendwie was finden, um das nachher vorzutragen. Test, Test, Test. Ich möchte noch ein Gedicht vortragen. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das immer mit demselben Dialog anfängt. Singe, Schwester, nichts. Bist du es? Oder bin ich du? Ich bin zutiefst gerührt und im Schlachthaus meiner Seele. Sehnsucht. Gebeine, Gebeine, Gebeine. Das war's. Ich glaube, da muss ich noch irgendwas finden. Gracias! Noch...
Muchísimas gracias. Nee. Da muss ich noch irgendwas finden, was ich dann vortrage und dann denken, oh Mensch, der ist ja voll belesen und so weiter. Da muss ich noch irgendwas finden. Jemand hat ein Foto gemacht und dann... Was ist dann passiert? Gab es halt einen Dialog, aber... Ich weiß, dass der Typ noch weggerannt ist, aber ich weiß auch nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Hier habe ich noch die Geschirrspülmaschine, da muss ich nachher noch irgendwas waschen wahrscheinlich. Aber hier habe ich jetzt nichts, was ich da... Das war vorhin mein erster Gedanke, aber der ist ein bisschen zu abstrus, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Nee, das wäre auch Quatsch. Könnte ich aber mit der Seife das verbinden? Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Die Seife könnte ich nachher irgendwie vielleicht gebrauchen, um irgendwas zu schmieren quasi, sag ich mal. Nee, also ich glaube, jetzt bin ich irgendwie gerade auf dem Holzweg ein bisschen. Er ist der Frau jemand hinterhergerannt? Er ist der Frau jemand hinterhergerannt? Er ist der Frau jemand hinterhergerannt? Also ich weiß, dass der Anwalt, der hat mir den Klutsch, das ist alles soweit klar. So, ich müsste natürlich das Beweisfoto finden. Aber frag mich nicht, wer das war. Nee. Also da stehe ich jetzt tatsächlich auf dem Schlauch. Ich war jetzt auch länger nicht in meinem Club. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie neue Hinweise gibt, irgendwie. In irgendeiner Form. Ich weiß aber nicht mehr, wer die Frau war. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dazu hätte ich das wahrscheinlich in einem Stück irgendwie... Und ich habe mittlerweile auch so viele andere Hinweise, dass ich schon gar nicht mehr... die Zusammenhänge sehe, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt aber mal in meinen Club zurück, um mal irgendwie... Vielleicht hat da jemand mal wieder neue Hinweise oder so. Oder ich weiß, dass ich noch Geld besorgen muss, damit ich einen gefälschten Ausweis bekomme. Das ist auch noch auf der To-Do. Ich habe so viele Sachen offen. Ich glaube, sie war das wahrscheinlich nicht, ne? Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Also da erfahre ich auch nichts irgendwie Neues. Mir scheint, Loop ist wieder ein klein wenig durchgeknallt. Scheint mir auch so. Der Polizeichef, der ist auch nur irgendwie, weiß nicht, der interessiert ja auch nichts. Wissen Sie, man sagt, dass man immer dann den Tisch verlässt. Oh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein Glück noch nicht zu Ende ist. Ah, den Dialog hatten wir jetzt auch schon vor. Wo bleibt mein Koffer? Wo bleiben denn deine Manieren? Du hast gesagt, dass du mir das Geld aus Maximinos Safe holst. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Du kriegst, was dir zusteht. Tja, ich muss mich um meinen Club kümmern. Und einen Diebstahl begehen. Vergiss das nicht. In den Keller muss ich also wegen dem Geldkoffer. Oder wegen dem Safe, sagen wir so. Le numéro gagnant. Le sang. Rouge. Empairement. Nicht solange sie verlieren. Rot. Alles okay hier unten? Nun, ich werde noch mehr Chips brauchen, wenn Monsieur Lucky nicht bald geht. Okay, also weiß ich zumindest jetzt mal wieder, warum ich eigentlich da in den Keller rein muss beim Maximo. Das ist das Problem, auch die ganzen Namen sich neu zu merken. Bin ich tatsächlich ein bisschen überfordert gerade mit. Also zumindest konnte das mein Gedächtnis mal wieder ein bisschen auffrischen. Koffer, ja, also ich muss einen Safe ran, ne? Nein, so im Motto korrekt. Lola. Lola. Wer war Lola? Oh. Lola. Korrekt. Oh. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wer Lola war. Puh. Vor allem wüsste ich jetzt nicht, wie ich da noch hinkomme. So, hier vorne können die auch nicht wirklich was machen. Festgetackert. Guckt jetzt zwar durch. Wer ist denn da oben im Leuchtturm? Ja, auch ein schöner Hinweis, aber... Hey, ihr faulen Bienen! Steht auf und macht euch an die Arbeit!
Das ist ja geil. Lola, Lola, wo bist du? Tatsächlich, Lola wird gesucht, aber weiß kein Mensch, wo sie ist. Wer ja, ist denn da oben im Leuchtturm? Das ist schon klar. Und wahrscheinlich ist Lola im Leuchtturm oder so. Irgendwie, ja, so können wir es vielleicht nachher noch. Aber das muss ich wahrscheinlich erst in den Schlüssel kommen. Fertig. Das würde sogar damit zusammenpassen, dass der Anwalt sie da irgendwie vielleicht eingesperrt hat. Das würde ja noch so ein bisschen zusammenpassen. Dann müsste ich jetzt aber das Etui irgendwie öffnen. Und wie würde ich das öffnen? Mit grober Gewalt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wer könnte das aufmachen? Überlegen, überlegen, überlegen. Mit dem Typen, der da den Leichenbestand habe ich bisher auch noch nicht wirklich rausgekriegt, was ich da machen könnte. Ja, der ist für mich... Der bringt mich tatsächlich überhaupt noch nicht weiter. Ist aber auch der Einzige, der tatsächlich irgendwie noch nicht wirklich mir weitergeholfen hat, ehrlich gesagt. So, da im Club kriege ich ja auch erstmal nichts hin. So. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie nachher ein Gedicht vortragen, bin ich mir relativ sicher. Am Hafen war ich allerdings auch schon ganz, ganz lange nicht mehr. Da war ich nur zum Anfang, als ich in der Stadt war. Abgeschlossen. Ich weiß. Ich habe es selbst abgeschlossen. Vielleicht gibt es hier... Wie Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Ist das das... Ist das das Gedicht, was ich vortragen muss? Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich meine, das habe ich jetzt das erste Mal aufgesagt, aber... Die SS Limbo hätte ein bisschen liebevolle Pflege nötig. Ja. Die SS Limbo hätte ein bisschen liebevolle Pflege nötig. So, hier hat er ja auch noch sein Schiff. Aber das würde... Da können wir jetzt auch noch keinen Reim drauf bilden. Ist Naranja schon aufgetaucht? Nein, aber Tuto Santos rief an und meinte, Naranja wäre bei ihm ohnmächtig geworden. Also ist er nicht in der Verfassung zu arbeiten, oder? Manny, es hat ihn kalt erwischt, aber so kalt nun auch wieder nicht. Vielleicht bräuchte er denn noch eine Verkleidung, weil sonst würde er mich ja jedes Mal erkennen. Kannst du noch mal erklären, warum ich nicht anheuern kann? Ah, für dich ist immer noch kein Platz an Bord. Naranja schläft einen üblen Rausch aus, aber er wird schon kommen. Stehe ich wenigstens ganz oben auf der Warteliste? Wie gehabt, ja. Ah, wegen dem Gewerkschaftsausweis, Manny. Ich habe einen, der steckt nur im Mantel im Mantel. Und vergiss nicht, dass Glotti sein eigenes Werkzeug mitbringen muss. Wird er? Er reist niemals ohne einen Haufen Werkzeug. Fein. Die Limbo nämlich auch nicht. Sitzt da nicht rum, sonst setzt du noch Muscheln an. Gewerkschaftsausweis, Lottes, Werkzeug. Boah, hey, das ist echt... Haben wir echt noch ein bisschen was zu tun. Die Idee mit dem Bestatter und, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie der Weg dazu dem Bestatter war, ehrlich gesagt. Nee, das ist der Falsche. Die Idee mit dem Bestatter finde ich gar nicht so schlecht. Der hatte ja tatsächlich eben so eine Gabel. Ob das vielleicht mir hilft? Jo, ich glaube, ich renne hier komplett falsch. Jetzt bin ich hier wieder, da wo ich nur nach oben zu meinem Club komme. Also muss ich wieder... Oh, nee. Ich verlaufe mich jetzt hier regelmäßig in dem Spiel. Beim Leuchtturm wird wahrscheinlich Lola noch auf mich warten. Das wird aber erst klappen, wenn ich das Etui aufhab. Oh, mein... Da geht's zum Captain, da geht's da... Bin ich jetzt doof? Nee, Quatsch. Da muss ich sein. Ja, ja, okay. Eieieiei. Gar nicht so einfach. Also Etui, Turm, Lola, erpressen, Geld holen. Ja, dann muss ich ja auch noch den Typen muss ich auch noch wegsperren. Das muss ich ja einfach hier nochmal hin. Ich mag keine Katzen. So, da nach oben. Achso, und da muss ich auch noch... Eieiei, da muss ich auch noch hin. Da muss ich ja noch einen Weg finden, wie ich durch die Sicherheitsschleuse durchkomme. Also ich habe mehr als genug zu tun, aber ich... Puh. Das ist so Stückchen für Stückchen kommt man ja voran.
mir das trotzdem nochmal hier annehmen. Vielleicht sagt er nochmal was Spannendes. Vielleicht soll es ein Engel auf einer U-Bahn sein. Ein Engel auf einer U-Bahn. So. Zwar hier. Ach, den Knast gibt's ja auch noch. Ei. Aber mit dem Knast habe ich, glaube ich, jetzt tatsächlich erstmal nichts am Hut. Müsste ich zumindest jetzt nicht. Der Schlüssel kann natürlich auch für den Knast sein. Boah, es gibt ja mehrere Sachen, die hier abgeschlossen sind. So, der Bestatter hatte dieses Werkzeug. Das ist schon richtig. Der hat ja so eine Gabel da in der Hand. Schrecklich, so zu enden. Dann hör auf meinen Rat. Kauf dir eine Erkennungsmarke und lege sie nie ab. Würde nicht zu meinen Manschettenknöpfen passen. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Nee. Nee. Also ich glaube nicht, dass das mit ihm jetzt hier irgendwie... Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Mann. Das ärgert mich. Also hier oben bei dem... Da gab es ja auch nichts wirklich Hilfreiches jetzt hier, ne? Hier war noch irgendwie ein Hinweis, aber... Ich glaube nicht, dass ich so an den Schlüssel komme. Achso, Entschuldigung. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht zu Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Oha, also ein Koffer suche ich auch noch. Boah, meine Güte, ey. So, und da komme ich nicht rein. Was für eine schreckliche Gefängniszelle. Andererseits dürfte Glottis diesmal seine Lektion gelernt haben. Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Aber da muss ich wahrscheinlich irgendwie nachher Glottis befreien oder irgendwie so. Also, das ist, glaube ich, noch zu früh. Ich komme gerade nicht weiter. Wie macht man das Etui auf? Das glaube ich aber auch nicht, also... Ich glaube nicht, dass er jetzt aufgrund dessen ihn jetzt als... Ich habe eben auch schon überlegt, ob das irgendwie mit der Erkennungsmarke vielleicht noch etwas bringen würde, aber... Ach so, aber warte mal, wenn ich auf eine Leiche dieses Dogtag noch aufpacke, also diese Hundemarke, das könnte tatsächlich noch was bringen. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Etui zu tun. Ja, sehr gut. Bist du sicher, dass du die Augen richtig aufmachst? Hör mal, Manuel. Meine alten Augen sind müde. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber jeder Freizeitsandburgenbauer verfügt über bessere Ausrüstung als ich. Na? Jetzt muss er ja gleich das entdecken. Der Hinweis war richtig. Schrecklich, so zu enden. Dann hör auf meinen Rat. Kauf dir eine Erkennungsmarke und lege sie nie ab. Würde nicht zu meinen Manschettenknöpfen passen. Jetzt habe ich die da untergebracht. Jetzt findet er die nicht, oder was? Wird die falsch abgelegt? Die Frage ist... Ich denke nicht, dass Blumenpflücken jetzt angebracht ist. Wo hat er die denn jetzt hingepackt? Hat er die überhaupt da hingepackt? Sieht gut aus. Also die Idee war auf jeden Fall die richtige. Da würde der Typ ja halt für tot erklärt werden. Also wenn das da jetzt nicht findet, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich speichern, genau, da war ja auch noch was.
Ja, hier habe ich schon alles vor. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit achten. 23. Ist eigentlich fast egal, wo ich jetzt hier speichere. So. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum man es nicht findet, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo er es genau hingetan hat. Also eigentlich ist er ja irgendwo hier, irgendwo versteckt, ne? Ja, vielleicht findet er es ja noch, das kann ja auch sein. Dass er leider irgendwie sagt, irgendwie, Mensch, habe ich jetzt gefunden. Was haben wir hier? Guck mal, hier habe ich auch wieder das irgendwie übersehen. Leer. Nur bis ich hier fertig bin. Leer. Ah, guck mal, da kann ich wahrscheinlich noch irgendwie eine Leiche loswerden.